Motor aus, Licht aus. Überleg doch mal. Wenn da jetzt einer kommt von hinten, ja, und wir das Licht aushaben, dann sieht er uns gar nicht. Licht aus. So, wieso tragen Sie eigentlich eine Night Vision, wenn Sie eine Taschenlampe haben? Das sieht ziemlich kalt aus, was Sie da anhaben. Die haben ja gar nichts obenrum an. Das ist ja nur ein dünnes T-Shirt. Ich glaube nicht, dass das Kugeln abhält. Dark and sehr harte Nippel. In der Wüste ist kalt draußen. Nachts. Ach, good job, Lucky. Und den Rucksack würde ich vielleicht auch nochmal kritisieren. Der ja, sieht das nicht militärisch aus. Wüste. Ja, das ist echt süß. Was hat der für ein Brotbeutel? Ja, hat deine Mama dir da Butterbrot reingemacht? Ich hab einen Joghurt dabei, nicht schubsen. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist so gut. Oh mein Gott. Oh, guck mal, die Tosche, die Tosche. Ey, wer beim Flüstert, der lügt. Oh mein Gott. Wow, du hast ein Einhorn auf dem Kopf. Ey, das hab ich gesagt. Okay, also habt ihr Lust so richtig auf ein Abenteuer? Ich kann keine Blasting-Shots mitnehmen. Erzähl mir mehr. So eine Maske da? Wir haben vor, was zu überfallen und wir brauchen ein paar tapfere Recken. Kein Platz. Und ihr seid ja sogar schon equipped. Ja, wir haben. Ja. Okay. Alles klar. Aha. Wir werden dabei, ja? Ich glaube schon, oder? Ja. Ja, ja, ich bin dabei. Wow, wow, wo kommen die anderen Stimmen her? Oder nicht? Wo kann wir sind allein hier, wir sind allein hier. Hä? Aber da war doch gerade eine etwas jüngere Stimme. Hab ich. Das. Oder spinne ich? Hallo? Unser Gott. Wow. Ja, wieso? Wir haben uns gegenseitig angefasst. Ah, okay. Ja, ich würde sagen, dann folgt uns einfach mal. Hi, ich hab's geschafft. Ja, beides. Ja. Wir sind eure Namen? Ich bin der Bruce. Hi, Brucey. Oh Gott, au. Und ich der Xory. Hi. Au. Ich hab den Kieselstein getreten. Psst. Hallo. Guten Tag. Hallo? Hallo? Okay, ich wollte. Ich dachte, ich wäre kurz taub. Darf ich ein Richtchen hier? Ihr habt vorhin in der Stadt mein Auto geklaut. Was ist der Kerl? Die hier unter Wer bist du? Ihr seid ja Leute. Ja, die können doch nichts klauen, das sind nette Leute. Guck mal, dein Einhorn. Oh. Er ist nackt. Okay. Ciao. War nett mit dir. Also wir suchen Leute. Ihr folgt uns einfach, wir fahren nach Ferus Navidad und in Ferus Navidad suchen wir noch ein paar weitere. Aber ihr dürft nicht sagen, wer wir sind und was wir vorhaben, okay? Ihr seid quasi die Eingeweihten, weil ihr hier wart. Okay? Alles klar, ja. Jo. Sicher? Wer hat Eingeweide? Ja, sicher, ja. Steigt ins Auto ein. Auf geht's. Mach das Einhorn von deinem Kopf weg, das hier aus, du. Ja, lass das geklaute Auto da stehen, wir fahren hier mit. Auf geht's. Gut. Wenn der Platz ist, dann kommen. Dann kann der hier, der eine Typ da. War mega traurig, der Typ. Habt ihr das Auto geklaut von denen? Ja. Ja. Hat er vorhin im Internet wie Mimi gemacht? War das der? Kann das sein? Ja, ja, ich hab da irgendwas auf Twitter gelesen, dass er da rumgemietet hat. Könnt ihr bitte die Knarren und so weiter nicht in der Hand behalten, sondern irgendwie wegpacken, während das hier rumfahren? Ja, hab ich. Alles klar. Wundervoll. Wieso muss ich neben dem Nackten sitzen? Ja, warum? Oh mein Gott! Sag lieber Linksverkehr! Nein. Kann doch keiner wissen, dass hier nicht Linksverkehr ist. Weiß gar nicht, ist hier Linksverkehr? Ich habe keine Ahnung. Okay, denkt dran, wir müssen undercover sein. Ich habe das Gefühl, immer wenn wir in der Nähe sind, kommen ganz viele Leute. Ja, ich kann nicht verstehen. Wenn ich sage, dass ich der Brucey bin, dann sagen die alle, ah, der aus dem Supertalent, ah. Geht nicht. Alles könnte mich umbringen. Oh, da ist ein Auto. Sieht kaputt aus. Das ist ein Mast. Das ist noch ein Mast. Ein paar Sachen sehe ich auch noch. Das ist ein Mast. Ich zeig euch vorsichtig auf. Sein jetzt hier, okay? Dürft nicht auffallen. Ganz normal tun. Passt schon mal eure Stimme an. Normal. Das ist ein Mast. Das ist noch ein Mast. Das ist ein Schild. Danke, David. Da hat ein Helikopter. Das ist ein Auto. Wo ist ein Helikopter? Ein großer Helikopter. Wo ein Heli-Schwupp-Schwupp. Wir besorgen uns erstmal Autos. Also wir fahren erstmal hier unauffällig in den Hinterhof.
Wie gesagt, ich besorge kurz Autos. Passt, wartet einfach kurz am Auto hier, ja? Mhm. Ist klar. Komm ich hier hinter Hof. So. Gleich wieder da. Achso, David, komm mal mit. Hi, du musst das andere Auto fahren. Also, hier hinfahren. Also ich kauf zwei, ja? Ich kauf zwei und, ne, denk dran. Okay. Okay. Warum willst du mit mir sprechen? Ich habe... Wir blocken ein Fahrzeug den Spawnpunkt. Nee, ist auch nicht meiner. Mein Gott, wo ist mein scheiß Auto? Was ist hier los, David? Ich flüster übrigens. Ja, Dito. Auch gerade ein bisschen verwirrt. Weil du hier jetzt keine Story spawnen kannst. Ja, die ganzen Spawnpunkte sind hier belegt. Wir können nichts kaufen. Oh, sie psch, 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 psch. Hey, psch. Ja, ich steht eins deiner Autos auf dem Spawnpunkt, Vladi? Nein, das ist nicht meins. Hier stehen haufenweise Autos auf dem Spawnpunkt. Wir brauchen ein bisschen Autos kaufen. Wo ist dein Bruder? Bruder? Ja, ich glaube, der möchte 69 Jungfrauen erwarten. Fuck. Ich kann mal kurz gucken, ich kann mal auf mein Handy gucken. Warte. Okay, mach das, Vladi. Was ist hier nur los? Guck auf mein Handy, oder steht nix? Nein, er ist nicht da. Problem ist, ja. Hier sind überall Autos auf den Spawnpunkten. Wir können nichts kaufen. Jungs? Probier. Wisst ihr, wo wir jetzt neuerdings die Funkgeräte kaufen können? Weil beim Gebrauchtwarenladen gibt es nicht mehr. Nee. Will einer eine Waffe kaufen? Nee, Ruanda Mann. Dieser Junge nicht deutsch. Nicht deutsch? Okay. Ist deutsch. Nicht deutsch. Oh, jetzt hat es funktioniert. Eine Waffe kaufen. Ich soll schon Rebellen machen. Du willst eine scheiß Waffe kaufen? Faruk. Keine Waffe. Faruk. Suchst du Arbeit? Nee, ich verkaufe Waffen. Möchten Sie eine? Nein, Faruk, wir brauchen besondere Männer mit besonderer Taktik. Außerdem brauchen wir Vehikel und freie Spawnpunkte. Eine Sekunde. Oh, das ist meine Karre. Oh, Darf. Schön, da kann ich nicht hören. Flüstern übrigens, Bloody. Flüstern. Faruk, fahr Auto weg, Faruk, und dann. Wir haben ein Angebot für dich, Faruk. Ich aber ist immer noch nicht weg. Oh! Jetzt sind die Waffe weg. Alles Gute! David! Pack den mal kurz um. Einstecken! Hallo, kannst du mir helfen? Faruk. Nee, ich mache ein Ohrstöpsel rein. Vielleicht probieren Sie es aus der Tasche zu nehmen und in die Ohren zu steigen. Oh. Faruk, wir suchen Männer. Faruk, wir suchen Männer mit besonderen Fähigkeiten. Was bist du denn für ein Level? Hast du Lust, mit uns zu arbeiten? Jetzt, ich kann Truck kann ich jetzt holen. Ja, ich hab sowieso nichts zu tun. Faruk? David, komm mal her. Ja, den hätte ich mir kaufen können. Ich hätte gewusst, dass die... Warte. Faruk, kennst du noch mehr Leute, die zufälligerweise besondere Fähigkeiten haben? Die Army ist übrigens hier. Ich kann gut... Waffen verkaufen. Okay, Faruk, steig in den UAZ ein. Wladimir, steig auch ein. Wir werden gleich... Warte, Wladimir. Darf ich mal kurz weg vom Spawn? Wladimir fährt das andere Auto. Wladimir, du folgst gleich mal den Mann hier mit dem UAZ. Knüppel, Okay. Komm mal bitte zu Fuß runter. Okay. Soll ich Auto hochfahren? Ja, und dann pass auf die Jungs auf, das ist der Missbau. Hi. Ich bock keine Scheiße. Nein, nicht du, die anderen. Wir haben noch mehr. Okay, Wladimir, fahr nur vom Spawn weg und warte, bis ich ein Zeichen gebe. Hallo? Hier ist keiner mehr. Wo bist du? Ja. Hi,
Wir treffen uns mit den Autos an dem Punkt, der da oben war. Okay, David? Ja, ich bin schon. Alles klar. Ich sammle Leute. Knüppel, ich bringe dir Leute und du bringst Leute zu den Autos, okay? Okay. Und dort der Commander ist hier, der läuft in der Stadt rum. Ja, das ist kein Problem. Wir sind ja unbewaffnet, okay. Wir sind total unauffällig. So. Ja, genau. Wir suchen jetzt einfach weitere fähige Leute. Warte. Okay. Warte, ist das Wladimir? Privet. Wladimir. David, wenn dich einer fragt, das da oben ist mein Haus, ja, der Commander da oben weiß Bescheid. Wladimir, bist du da drin? Okay, ist der Commander hier, ja. Okay, Wladimir. Das ist richtig. Knüppel, steig mal kurz mit Wladimir ein und park mal das Auto da oben. Und dann komm wieder runter zu Fuß. Okay. Wow. Wow. Also nicht aussteigen, sondern umsteigen. Hey, mein Freund. Kann mal wieder das Fahrzeug hier wegfahren? Hallo. Hallo. So, suchen Sie Arbeit? Fahrzeug hier wegfahren. Schleifer? Ja. Adiom, folgen Sie mir. Ich habe Angebot für Sie. Okay. Fahrzeug weg, verfickte Scheiße. Adiom, reden Sie leise. Psst. Okay, folgendermaßen hier. Ah, sind Sie auch interessiert? Für Waffen? Sind Sie interessiert? Ja, sicher. Ich hab so ein kleines Problem. Nero Adama, gehe ich richtig, ja? Heißen Sie so? Ja, Waffen. Ich mag Ihr Gesicht übrigens. Danke, ich mag Schleifer. Okay. Sehr männlich. Ihr sucht beide Arbeit, ja? Ist es richtig? Ah. Seid ihr alleine? Knüppel, komm mal her, ich zahle neu. Ja, komme. Momentan leider ja, aber von meinen Jungs kennen auch nicht. Ja, ich bin alleine. Sehr gut. Wir suchen nämlich. Mein Bruder ist irgendwo hingelaufen. Ich weiß nicht wo. Wir suchen sehr fähige Leute und ihr seht außerordentlich fähig aus. Knüppel, ich bin hier bei der ungestützten Mauer. Ich glaube, links von dir. Ding ist, Losfalt. Ist nicht ungestützt. Die andere. Oh, ernsthaft nicht? Ich wollte nicht durchlaufen, ich hab mich gerade echt gefragt, wie das Spiel rumlaufen soll. Magie. Okay. Boah, das ist dich mit dem Reifen. Oh, da ist mein Bruder. Okay, bring die drei Leute mal oben zum Auto. Okay, Leute, alle mir folgen. Haha, ich weiß, wer du bist. Okay. Alles klar, mach das. Die Salpeter-Dings da holen und hey. Die treffen wir uns jetzt dann an dem. Das weiße Auto da. Das steht vor meiner Garage. Ich kann mal. Was ist schon so weit? Hätte beim nächsten Mal eine Waffe. Nee, da ist. Gar nicht so einfach, die Leute zu finden. Fahr doch mal die in den Uniformen, die sehen hilfsbereit aus. Ich versuche gerade, um die herumzulaufen und nicht in die Nähe zu kommen von denen. Ich habe schon mal ganze Scheiße weggeworfen. Ah, da. Ah, Mist. Fuck, hi. Hi. Das ist echt nicht einfach, hier Leute zu finden. Ich merke das schon. Ich versuche immer Leute anzuquatschen und die stehen in der Nähe von der Armee. Das ist nicht so einfach. Oder die fahren vor mir weg. Wollt ihr mal vielleicht hingehen und dann so... Wie geht das nochmal gleich? Mit der 1. So, ah ja, alles klar, danke. Genau. Hallo. Hallo. Suchen Sie Arbeit, junger Mann? Aber immer. Sind Sie fähig im Kampf? Selbstverständlich. Okay. Das ist schon jahrelange Erfahrung. Oh, okay, sehr gut. Knüppel? Ist es ein Problem für Sie, alleine an unserem Unternehmen teilzunehmen? Oder haben Sie noch Freunde? Normalerweise ja, aber die sind gerade leider nicht hier in der Gegend. Also glaube ich, ich kann das auch hier selbst machen. Okay, das ist ganz fantastisch. Knüppel, willst du den guten Mann zu den Autos bringen? Adolek, rund geht's. Bitte folgen Sie dem bärtigen Mann mit der lustigen Stimme. Da gibt's keiner viele von uns. Das ist schon der Richtige. Nein, wer ist das, hatte ich gefragt. Also Fan. Es ist keiner von uns, ich wiederhole, keiner von uns. Ja, dann. Los, Pfiffi, holt mal euren entlaufenden Knochen. Hallo, Entschuldigung. Haben Sie Zeit? Ja, ein bisschen. Ah, ist okay. Servus, Osman. Bin ich da richtig, dass du so heißt? Hi. Was? Wenn Sie interessiert sind, dann folgen Sie mir nochmal ganz kurz. Für den Fall, dass Sie nicht interessiert sind, war ich nie hier.
Was heißt interessiert? Von den Massen. Was? Wir brauchen zwei fähige Leute, die motiviert sind, einen gefährlichen Job mitzumachen. Seien Sie interessiert? Ja. Ja. Ja, das hört sich wenn es gegen die Amis sind, dann ja. Oh, da ist jemand sehr entschlossen. Was haben Sie gegen die Amis? Auf jeden Fall. Ja, die Herren haben mir gerade meine Waffe hier entnommen. Ach, das ist die Amis haben. Eine ganz hinterlistigen Nummer. Wow, pack das Ding weg. Wir wollen hier keinen Ärger machen. Noch nicht. Salim, was ist los mit dir? Hier. Salim, Mensch, reiß zusammen! Okay. Gut, kannst wieder aufstehen. Das heißt, noch ein bisschen lieb. Okay. Ein bisschen fest, aber. Wenn nicht gewohnt von Papa. Das ist verstörend. Aber weißt du, mit der Aussicht bist du perfekt für unser Team geeignet. Salim, Osman, gehen Sie bitte mit Herrn guten Zibizamba mit. Der wird Sie jetzt zu zwei Autos bringen. Auf geht's, Jungs. Folgt dem Mann. Video. Ich versuche übrigens extra nicht so viel zu reden, damit es nicht auffällt. Das kann in der Schleife reden. Der kennt sich nämlich damit aus. Vorsicht! Privet. Hey. Privet. Timmy, leise. Leise, Timmy. Leise, ich bin leise. So, leise. Psst. Komm mit, Timmy, wenn du interessiert bist, kommst du mit. Ansonsten waren wir nie hier. Jo, ich komm mit. Ich komm mit. Ja. Jetzt dann hin. Psst, Timmy. Wir haben gesehen, du hast eine Waffe. Ja. Bist du gewaltbereit? Makarov. Ja. Jo, wie ist denn der Status? Warten. Pack die weg, Kollege. Pack die weg, was ist da los mit dir? Weg mit dir. Meine Güte. Timmy, muss ich eine klatschen? Nein, bitte nicht. Timmy, wenn du bereit bist, bei einer hochillegalen Sache mitzumachen, die wirklich gefährlich ist. Ja. Bist du? Ja. Gut. Folgt Zimbi. Zimbi wird dich zum Auto bringen. Dankeschön, Zimbi. Da oben, zu die drei Autos. Du hast mich angestupselt. Aber ich würde erstmal gerne wissen, um was es geht. Timmy, aber das wirst du noch raus. Timmy, entweder du gehst mit oder gehst nicht mit. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Okay, dann werde ich da hochgehen. Jo. Gut, sehr gut, Timmy. Bis später. Ja, bis später. Wo geht es denn Rebellen? Okay. Was macht Dirk in diese Richtung? Haben Sie nichts Besseres zu tun, als hier alle Leute zu nerven? Nein, haben wir nicht. Das ist unser Job. Job? Wie ist der Name? Amunation. Okay, dann nehmen Sie einmal den Zettel auf. Psst! Jason! Hey, du! Hey! Wenn ihr interessiert seid, kommt ihr mit. Und ihr müsst leise sein. Wenn ihr nicht interessiert seid, kommt ihr nicht mit. Eine Explosion! Schlippel, beschäftigen mal die NATO-Leute mit der Explosion. Hi. Hey, ihr seht mir relativ fähig aus. Ach, wer ist der Dritte? Amir. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hey. Eure Namen sind Amir, ja? Allah da? Richtig? Und Dege? Ist schon. Ja. Okay. Also ich bin jetzt einfach mitgekommen, ich weiß nicht genau, worum es geht. Amir, ich hab hier ein Angebot zu machen, aber das Angebot könnte vielleicht euch alle in Gefahr bringen. Ich weiß nicht, ob ihr damit einverstanden seid. Ah, egal, ich hab eine Waffe, da passt das. Amir, das ist eine ziemlich radikale Einstellung, aber das könnte natürlich ziemlich vorteilhaft sein für unsere Operation. Und ganz Ohr. Folgendermaßen. Das erste, seid ihr irgendwie gebunden? Habt ihr irgendwelche Leute hier? Nein, wir sind neu hier. Eigentlich nicht, nee. Okay, sehr gut. Habt ihr Lust auf ein Abenteuer? Klar. Immer doch. Natürlich. Okay. Das könnte sehr gefährlich sein. Seid ihr wirklich sicher? Oh yeah. Ja, gerne doch. Okay. Knüppel, bist du frei oder geht gar nicht? Okay, ihr müsst übrigens mir folgen in dem Fall, weil gerade einer meiner Leute beschäftigt wird. Also folgt mir mal. Und bleibt dicht hinter mir. Wir kommen hoch mit 3-9. Ich hoffe, du hast alles weggeworfen, Knüppel. Natürlich! Moin Leute! Hi! Wie viele sind wir jetzt schon?
Also mein Bumsbus ist voll. Okay, dann steigt mal in irgendein Auto ein, aber nicht als Fahrer. Und macht euch bereit. Wir fahren gleich los. Ich weiß, ich glaube, der rechte ist auch schon gut voll. Okay, ja, das ist rechts der. Boah, ja. Jetzt sieht man was. Oh. In deiner Hand von meiner Schenkel. Ich glaube, ich komme wieder. Hier die Burger, die kennen sich hier besser aus. Privat. Ja, hallo. Nee, ich weiß doch nicht. Nice Huster. Ich kenne mich hier nicht aus. Ja, ey, warte, privat. 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 Privat, was machst du? Skorpus Galopalos. Privat. Privat, Herr Lass. Belästigt. Im Übrigen ist den Leuten hier die Explosion vollkommen scheißegal. Da hinten könnte jetzt eine Oma liegen, auf Trasse, ist denen egal. Die wollen ihr Leben nicht für einen Oma riskieren. Das klingt, Falsch. Abu, wenn du interessiert bist, kommst du mit uns mit. Ansonsten haben wir uns nie gesehen. Lust auf ein Abenteuer? Immer. Lust auf ein gefährliches Abenteuer? Klar, immer. Okay. Bist du zufälligerweise gerade gebunden? Hast du irgendwelche Freunde, die auf dich warten oder ähnliches? Nein, gerade nicht. Okay, kleinen Moment. Alles in Ordnung da oben bei den UAZs? Ach, der übliche Chaos. Ansonsten ja. Verzeihung, wie bitte, Abo? Nein, ich hab nichts gesagt. Okay, gut. Aber dann folgt mir mal. Du bist der Letzte übrigens, der rekrutiert wurde heute. Kannst dich glücklich schätzen. Wenn wir jetzt die ganze Nacht durchfahren und wenn wir angekommen sind an unserem Ziel, dann ist es reichlich ein Lohn wert. Für den Fall, dass du mitmachen möchtest. Möchtest du wirklich mitmachen, Abu, ist die Frage. Ich habe noch einen Mann gefunden. Bring ihn zum Auto. Alles klar, Abu, dann folg mir. Du bist der Letzte. Oder Vorletzte. Okay, alles klar. Oh, hier liegt ein Toter. Okay, wir kommen mit den letzten beiden. Okay. Ja. Hallo. Komm ich mit. Okay. Nero, schön, dass du doch mitmachst. Hör dir seine Stimme an. Nero. Ja, ich mach schon was. Der hat keine. Meine Frage: Können wir noch Waffen vorher organisieren? Weil ich bin schon Level 11. Nero, folgendermaßen: Wie wär's, wenn du einfach in das Auto einsteigst und den Rest uns überlässt? Mensch! Nero, du denkst zu viel. Ich denk zu viel, ja. Ich glaube, habe zu mehr Waffen als die Army. So, wir fahren jetzt erstmal. Wir fahren jetzt erstmal los. Alle einsteigen, bitte. Okay, Bumsbus ist voll. Sind Sie der Anführer? So, ich glaube, wir sind maximal einsteigen. Erreicht, ne? Eine Frage! Einsteigen! Warte mir bitte einen anderen UAZ. Oh Mann. Okay, da ist da drüben ist noch einer. Auf der anderen, der rechte, genau. Licht anmachen, Licht an. Folgen Sie uns! Alle folgen! Pass auf, die Dinger haben eine komische Beschleunigung, die ihr fahrt. Oh, Sackgasse! Wenden! Ja. Schön übrigens, dass du so spontan mitkommen konntest. Ja, zum Glück. Immer wieder gerne. So. Können Sie uns dann nun ein bisschen aufklären, wo es dann hingeht? Aber wir klären gleich alles kollektiv auf, damit ich das nicht dreimal machen muss. Keine Sorge. Aber es wird auf jeden Fall abenteuerlich. Und wir müssen warten, bis es wieder hell wird, damit es schöner wird. Wird das Ganze dann eine langlebige Aktion oder wird das eher was Kurzfristiges? Ah, das kommt ganz drauf an, ob ihr überlebt oder nicht. Ich wollte mal fragen, kann ich meine Waffe denn auch benutzen? Ja, selbstverständlich. Entschuldigung. Ah, das klingt doch gut. Was ist denn hier für ein verrückter Drängler? Junge, pack auf! Ich kann erledigen. Gut, dass sie so gut bremsen hinter uns. Oh. David, klär mal die Boys auf, dass die Beschleunigung von den Fahrzeugen völlig broken ist im Vergleich zu dem, was ich gerade fahre. Nee, ich bin ganz hinten. Ich kann ich auch nicht sagen, es wird schwer. Okay. Aber ich denke, das sollten die bis jetzt realisiert haben, dass die Steuerung, steck die Wumme da weg. Dass das ein bisschen crazy ist. Ja, zwischen realisieren und mir hinten drauf fahren ist ein Unterschied von 20 Zentimetern. That's what she said. Okay, auf jeden Fall, Jungs, wird sehr, sehr abenteuerlich, das kann ich jetzt schon sagen. Plus, ihr hattet echt Glück, dass wir uns gerade getroffen haben.
Ich glaube, so ein Rekrutierungsgespräch habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Gut, dass ihr alle so spontan einfach Zeit hattet. Ja, kein Problem. Zu dieser Uhrzeit findet man nicht immer jemanden. Ja, das stimmt wohl. Wie viele sitzen jetzt gerade hier drin? Wir haben halt keine Waffen. Ah, Jungs. Ihr müsst uns vertrauen, das ist das Wichtige in so einer Situation. Alles klar. Langsam, einer nach dem anderen. Das ist nicht gut. Oh Gott, das klappt. Das ist eine super Reise hier. Ich fühle mich wie ein Freak vor euch. Oh, du weißt, dass wir ungefähr 3 Stunden brauchen, um diesen Berg da links zu erklimmen? Ich sehe gar keinen Berg links, Mann. Oh. Bist du nicht die Nüsse? Ich hab zwar Night Vision, aber das ist echt scheiße mit Night Vision hier und den Steinen. Oh! Ich hoffe, die fahren sich direkt hinterher. Ich glaub nicht. Also jetzt, wenn eine Reifen kaputt geht, ich habe Kleber dabei. Sehr gut, glaub mir. Sehr gut. Oh Gott, Alter. Oh mein Stein! Oh, Stein! Oh mein. Nein. Nein, du den. Nein. Rückwärts. Kann ich rückwärts fahren? Mach die Handbremse rein. Ich kann nicht rückwärts fahren. Erste Gang? Ich sagte Rückwärtsgang. Oh ja, wir können rückwärts fahren, nice. Warte. Hab doch gesagt, erste Gang. Wir brauchen nur ein bisschen. Hat jemand Abschnitt? Wir brauchen weniger Ballast. Wir müssen jemanden abwerfen. Kniffel schieb mal. Ne, bloß nicht. Kein Aussteigen. Der kafft da, ich will das. Das wird schon. Ist der kaputt? Der beißt sich hier fest wie eine Wildkatze. Oh. Haben Sie Ahnung von Wildkatze? Katze? Ah. Ja! Okay. Ich hab eine gute Idee, vielleicht sollten Sie nicht. Doch einmal drehen. Ja, ist ja nicht so, als wenn wir hier eine Karte gehabt haben für das Gebirge, oder? Nein, wer sollte die denn kaufen? David. Was denn? David? Wer ist das? David, du solltest Sky. Alles Lucky Schuld. Ja genau, Lucky Schuld. Der ist Lucky. Komm mal her, dann jag ich dich in die Luft. Ist unser Glücksbringer. Stell einfach keine Fragen. Das ist einfach eine lange Fahrt hier, okay? Da gehört alles mit dazu. Das war quasi die Abenteuerreise. Das ist ein Abenteuerelement. Für Leute 105 Euro zahlen. Aber der bitte nicht. Das, ihr macht es echt nicht besser, wenn er einfach so ruckartig ausweicht. Kann ich hier runterfahren? Nein, du kannst glaube ich hier nirgends mehr runterfahren. Da geht's nicht lang. Kann doch keiner wissen. Dann müssen wir halt mit Licht aus versuchen, an die Army Base zu kommen. Okay, dann mit Licht aus. Licht aus. Man kann nicht sehen, nicht geblieben, mach das Licht an. Ich hab hier so ein Guckrohr. Ist nicht so einfach. Nee, war auch nicht. Oh, Scheiße. Oh, liegt da. Wir müssen jetzt an der Army Base vorbei sneaken. Sag denen, die müssen die Funzel ausmachen. Was ist lustig? Vielleicht kennt ihr den Weg. Aber fahr nicht zu schnell hier runter. Wir müssen tatsächlich direkt an der Army Base vorbei. Das ist echt nicht gut, Mann. Und Leute, um euch nur noch mal kurz zu erinnern, ich würde Essen und Trinken mitnehmen. Ich glaube, wir haben alle Essen und Trinken dabei. Und Steine. Wie lange braucht ihr noch circa, bis ihr hier seid? Moment, ihr habt ein kleine technische Probleme. Oh. Nevermind. Nee, ich wollte gerade rechts fahren, aber habe ich gemerkt, da ist eine Wand mitten auf der Straße. Ich frag nur, sonst lege ich vielleicht noch ein paar Bomben. Leg Bomben. Ja, leg 2,5. Leg so viel du kannst. Also habe ich noch Zeit? Ja, so viel du kannst. Brich den Funkspruch zu früh ab immer, der versteht nur ja, die Hälfte. Ja, ich fahre ihn bei Auto. Sag ihm, dass er nur so viele legen kann, wie er soll. So viel, wie du möchtest und du mach alles. Ja, so viel, wie er kann soll. Einmal bitte so anhalten, dass die Scheinwerfer so einen Kreis bilden. Weil niemand überfahren. Mit 3 Autos. Niemand überfahren hier. Ihr macht das sehr gut, danke. Ja. Kannst du ruhig noch ein bisschen zurücksetzen? Ja, sehr gut. Ist gut. Right. Fahr noch ein bisschen zurück, Ja. Zurückfahren. Bis ganz hinten. Perfekt. Noch weiter. Stopp. Okay, sehr gut. Meine Güte, sind wir viele Leute. Warum bist du nackt? Bevor wir die ganzen Details und so weiter klären, bildet mal eine Linie. Kriegt das hin? Bei wem denn? Bei dir? Bei denen hier, wie heißt der? Osman. Der mit der roten Mütze auf da. Osman. Okay. Und bitte nicht sterben dabei, danke.
Ich muss sagen, das sieht absolut großartig aus. Super. Gut. Ihr habt euch sicherlich gefragt, warum ihr alle hier seid? Nein. Nee. Ich wollte eigentlich nur Night Vision, aber. Ja. Oh, okay. Du wurde Geld versprochen. Das hätten wir gerne mal gebraucht. Ich wollte Waffen verkaufen. Night Vision wolltet ihr haben. Waffen. Deswegen seid ihr hier. Okay. Ich wollte einen Bombencode. Ich wollte Spaß haben. Okay. Da, das ist ein guter Anfang. Das ist ein sehr guter Anfang. Wenn ihr nach hinten guckt, ohne euch umzudrehen, dann seht ihr da hinten so eine Kugel. Und in dieser Kugel ist ein riesengroßes Waffenlager drin. Das Hauptproblem ist, da wird zählen wir die Jungs durch übrigens, nur was nebenbei. Das Hauptproblem ist nämlich, wir können das nicht alleine schaffen. Wir sind zu dritt oder zu viert. Breit? Okay. Ja. Und wir sind definitiv zu breit. Jeden Tag. Und das bedeutet, wir brauchen eure Hilfe. Und die Frage ist, können wir uns auf eure Hilfe verlassen? Seid ihr dabei? Ja! Ja. 14 ohne uns. Mit uns sind 15. 16, 17. Das ist gut. Weil wir haben eine Menge Waffen vorbereitet. Eine Menge Waffen für euch. Die könnt ihr auch alle behalten, wenn ihr denn überlebt. So. Die erste Frage, die ich stellen muss, ist hier irgendjemand schon mal bei der Mafia gewesen? Welche Mafia? Also allgemein Mafia oder jetzt hier? Ja, der Clan, wo ich halt als Kamorra. Ich hab Mafia 2 gespielt. Mafia 2, Computerspiele. Schon mal irgendjemand in altes Mafia gewesen? Bei der Mafia gewesen? Ja, ich hier. Ja. Mafia. Aha. Okay, sehr gut, sehr gut. Das habe ich nicht rausgehört. Dachte, ich erinnere mich an eine Stimme. Gut. Weil wir waren nämlich auch schon Altes dabei. Dann sind wir weitergegangen. Sind wir zu ein paar anderen Städtchen und Ländchen gegangen und sind dann irgendwann hier gelandet. Also ich frage nochmal, seid ihr mit dabei? Ja! Okay. Okay, das klingt gut. Das klingt gut. Gut, habt ihr alle genügend zu essen und zu trinken dabei? Nein, negativ. Hat irgendjemand von euch... Ich bin mich gerade auf dem Weg getrunken. Ah, Gott. Okay. Ich hab Ziegenmilch dabei. Du auch? Hat irgendjemand genügend Ziegenmilch dabei, um die ganze Gruppe zu versorgen? Nein. Vielleicht fragen Sie mal eine Ziege. Vielleicht sollten wir eine Ziege fragen, ja. Verdammt. Okay. Ist es nicht hier zu Hause? Vielleicht krabbeln Sie Ziege. Ich würde sagen, dann brauchen wir ein paar Leute, die ein bisschen Essen und Trinken ranschaffen. Wer von euch kann gut Auto fahren? Knüppel. Die Frage ist, überlebt ihr die nächsten 10 Minuten? Ja. Sehr gut, ja. So. Dann steigt alle wieder in die Autos ein. Wir fahren jetzt zu dem Ort, wo wir euch bewaffnen. Und dann geht's rund. Wenn es hell wird, weil wir müssen auf Morgengrauen warten. Auf jeden Fall. Ist hier noch dort? Stellst du immer noch zu viele Fragen, Freund? Moment. David, steig einfach ein. Ich bin schon drinnen. Also, wer ist denn der Typ daneben? Steig ein. Ist das einer daneben? Ja, ist das ein NPC? Ach nee, Sali, Mensch! Ja, ich bin wieder rausgeflogen. Nero, rein mit dir! Tür war offen. Hört man mich eigentlich? Klar! Ja. Gut, oh ja, nein, die Backe ist ein bisschen. Oh nein! Okay. Vorsicht! Vorsicht! Das Todesauto! Wir werden alle sterben! Nein! Das Auto ist echt ein bisschen hart, Mann. Ich komme! Lucky, wir gehen fahren zum Auto. Schön, wir haben ein paar neue hier, Mensch. Gerade hatten wir die ganze Zeit so richtig übertrieben neugierige Leute. Und das eine Mal. Ach, David ist auch hier. Hi. David! Ich wollte kein Auto mehr fahren. Langsam mal, vor allem nachdem ich eben aus Versehen rückwärtsgang auf den Stein drauf gefahren bin. Ich wollte auch nicht mehr bei ihm mitfahren. Was? Du musst ja aufhören zu fahren, weil du auf einmal die Lichter ausgemacht hast und aber weg warst. Gut, dass sie in Armer sind. Und das Licht hier stärker ist als in der Realität. Folgt mir mal. Alle aussteigen! Party mit Ziegenmilch! Kommt in den Hinterhof, Jungs! Hinterhof! Und nicht, passt auf! Haltet euch nicht an die Treppe! Die Treppe. Nicht töten! Oh Jungs, alle, passt auf! Könnt ihr außen rumlaufen! Also das ist ein hübsches Auto. Hey, Finger weg, Nero! Was machst du da? Ich hab mich dort. Ja, gut. So, okay. Oh yeah. Alles klar. In diesem Auto befinden sich jeweils AKs, wo ein Magazin eingeladen ist und zwei zusätzliche Magazine für euch. Ihr nehmt jetzt einfach zwei Magazine raus und eine Waffe. Alles klar? Auf geht's. Bringt euch dabei nicht um, danke. Bringt euch bitte nicht dabei um. Nicht ein Magazin, in dem ich eine Waffe hab. Du kannst mal gucken, ob dir vielleicht die Waffe besser gefällt, die da drin ist. Ansonsten behältst einfach deine Waffe. Dann dürfte ich fragen, warum der so komische Westen sind. Oh ja, shit is getting real. Die Westen sind nur zur Sicherung da. Dummerweise sind sie sehr teuer. Ah, okay. Ja, Finger weg von den Westen.
wieder rein. Ich sehe das ganz genau, Tarek. Wissen Sie was? So bleiben auf die Zähne. Und diese Waffe habe ich schon im Wirt. Lass dich mal bitte raus hier. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Ich überwache das mal lieber von oben. Oh, gut, gut. Ich habe mich heute um 19 Uhr schon angeworben. Wenn ich komme und Sie können auf mich zählen. Sie waren die ganze Zeit hier und haben sich. Oh, waren so geduldig und haben auf mich gewartet. Dankeschön, Brian Mir. Kein Problem. Machen wir auch nochmal Licht an. So wird es ein bisschen heller hier. Meine Güte. Oh, Licht. Hier, Nero, du Langfinger. Beste zurück. Nero! Kommandant, Kommandant, Kommandant. Nur, bravo. Ist kein Problem, ihr könnt auch zwei Waffen haben. Meine Weste nicht. Nur, bravo. Ja, das ist wahrscheinlich, weil gerade alle drauf zugreifen. An den US Army Marshals Rache wollen. Commander Murty und seine Kollegen sind gerade in die welche Stadt? Wo steht das? Ist kein Problem, wir müssen erstmal die Operation hier erfolgreich umsetzen, bevor wir uns um irgendwelche anderen Sachen kümmern können. Gibt's in diesem Container. Oh, das ist eine Frage, ich halte mein Maul. Genau. Geh weg mit dir. Viel zu anstrengend, glaube ich mir. Aber er lernt langsam. So. Wir fahren euch die Waffen, sind ein bisschen zusammengeklebt. Aber ansonsten. Gebt ihr gleich eine. Eigenes Ding und geht's. Vorbei. Ja, okay. Sehr gut. Wo kriege ich diese Mütze her? Auf. Das Problem ist, wir haben gerade 2 Uhr und es wird hell um 6 Uhr, nicht wahr? 5 Uhr. 5 Uhr. Das bedeutet, wir müssen 3 Stunden totschlagen. Das nächste Problem ist, ihr seid alles jetzt bis an die Zähne bewaffnete, wahnsinnige Leute, die mit uns zusammenkämpfen. Also, ich möchte euch kurz einschwören, ja? Wenn wir da oben sind, wir zeigen euch gleich nur das ganze Gebiet da oben. Da oben sind ziemlich viele Türme und so weiter, die man besetzen kann. Am besten, ihr sucht euch einen Partner aus, ihr guckt mal, wer sich nett dann fühlt hier und dann geht ihr zusammen mit denen auf einen Turm oder so und verteilt euch. Wenn wir da oben sind, schießt ihr natürlich nicht auf uns oder auf irgendjemanden, der irgendwie zivil angekleidet aussieht, ja? Also nur auf die NATO-Leute. Ich vertraue euch da. Ah gut, da glaube ich, sehe ich ziemlich schlecht. Nein, ich will nicht zu meinem Bruder. Ja, dann sollst du dich mal dringend umziehen. Oder sollst du den Ziel anhaben von den ganzen anderen Leuten, die jetzt wahrscheinlich vernackt sein. Dann merken wir das. Enor, darf ich mit ihnen abhängen? Bleib mir! Du gehst und du rennst jetzt dreimal um das Haus hier. Sofort. Und du legst, okay, die Waffe auf den Boden. Eine Sekunde, warten Sie. Ich bin... Bleib mir, renn! Au! Mein Po-Klatscher. So. Ihr seid alle deutlich sympathischer als Wladimir. Gut. Schneller, Wladimir. Schon, wer gleich keinen Partner hat. Ja, wir können ja gleich fahren. Wo war Ren? Du sollst um das Haus laufen, nicht um uns. Gut. Wir brauchen Essen und Trinken. Das ist das einzige Problem, worum wir uns. Hör mal, ohne Scheiß. Wo soll ich mich drum kümmern? Rathmann ist noch relativ in der Nähe. Wie bitte? Rathmann ist noch relativ in der Nähe. Ja, folgendermaßen, ihr werdet am besten, ihr schnappt euch jeweils die beiden schnellen UAZs, die so schnell fahren können, fahrt nach Rathmann und equippt euch einmal kurz mit Essen und Trinken, dann treffen wir uns wieder hier. Aber das Problem ist, oder das Wichtige ist, ihr dürft niemandem davon erzählen, was wir hier machen. Wir dürfen keine extra Leute hier haben, okay? Auch nicht meine Mama. Okay. Genau. Das Erkennungszeichen ist die AK, ihr müsst die AK mitnehmen. Für den Fall, dass ihr keine, nicht die AK in der Hand habt, wenn ihr hier ankommt, ja? Bringen wir euch um. Oder ermahnen euch und sagen, ihr solltet nach Hause gehen, je nachdem. Salim, wo bist du? Ab nach Rathmann, bringt genügend Essen und Trinken mit für alle mit. Also packt euch komplett voll und dann treffen wir uns wieder genau hier. Kurze Information am Rande, hier liegt noch eine AK. Ja, ich weiß, das ist Wladimirs. Ich komm, ich nehme ihn einfach mal. Wacker von meinem Bruder. Okay. Ich habe auch keine Waffe gerade. So. Also, wir sehen uns gleich wieder, Jungs. Fahrt los. Teilt euch auf die UAZs auf. Nehmt nicht den offenen am besten. Nicht durchs Haus gehen! Nicht durchs Haus gehen, Jungs! Da sterbt ihr noch! Oh, I know this! So, steigt mit den Jungs ein, die holen sich alle Essen. Wir treffen uns hier! Ich vertraue euch! Macht keinen Mist! Ich brauche kein Essen. Soll ich trotzdem mit? Ja, Wladimir! Du fährst trotzdem mit!